Hallo und willkommen zu Meine Spielesammlung Teil 5 Nintendo Switch. Ich habe zwar wieder eine Wii U, aber nur ein Spiel, Nintendo Land. Deswegen sparen wir uns das erstmal. Wenn ich dann ein paar Spiele mehr habe, dann holen wir das nach. Nintendo Switch, das Ding hier. Muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Ich mache es trotzdem in einem kurzen Abriss für die Leute, die die Konsole nicht kennen. Die Konsole ist sehr bekannt, beliebt. Ich habe sehr viele Nintendo-Konsolen, die ich mag. Das ist bis jetzt wirklich sehr weit oben. Meine Lieblings-Nintendo-Konsole bis jetzt, weil Nintendo hat das meiste, was sie jetzt aus ihren vergangenen Konsolen genommen haben, was gut gelaufen ist, was gut war, hier reingepackt. Und ich muss sagen, es ist sehr gut gelungen. Ich möchte die Konsole nicht missen. Ich hoffe, die ist noch eine Weile auf dem Markt, bevor jetzt irgendwann ein Nachfolger kommt. Wird nicht ausbleiben, weil die Dinger haben alle eine Lebensdauer. Dann gibt es neue Hardware und so weiter. Nintendo war noch nie so, oh, wir haben jetzt hier die neueste Hardware, die neueste Grafikkarte, wo es das auch immer knallen, das rein, das Ding kostet 800 Euro und war noch nie so. Habe ich auch kein Problem mit, weil was nützt mir eine ultra realistische Grafik, wo ich 70, 80 Euro für ein Spiel hinlege und nach einer halben Stunde mit dem Ding durch bin? Brauche ich nicht. Hab kein Problem mit, sieht gut aus, aber wie ihr seht im Hintergrund zu eurer Unterhaltung, ist nicht so langweilig, ist ein bisschen Retro-Action mit Power Rangers Fighting Edition und Super Nintendo, deswegen Grafik ist nicht alles, Spielspaß steht bei mir vorne an. Die Controller selbst sind aus einer Special Edition, das musste man separat kaufen, wenn man das haben wollte. Die Kamera ist da, Kollege, danke. Gut, das machst du dann schon wieder. Das sind die Skyward Sword Controller, die kamen so um die 70 Euro. Die musste man vorbestellen oder kaufen, wenn es raus war. Man kann das bei der Konsole abziehen, wieder rantun. Hinten seht ihr neben dem Fernseher ganz blass in der Ecke so eine Docking Station. Das heißt, wer die Konsole nicht kennt, das Ding ist jetzt mobile. Man kann das im Handheld-Modus wie so ein Gameboy früher, so ein DS spielen, aber man kann das Ding halt auch reinstecken und dann läuft das halt auf dem großen Bildschirm. Ansonsten, wenn man das am großen Bildschirm spielt, hat man die Möglichkeit, den hier zu nehmen, den Controller. Der ist natürlich ein bisschen seltsam und wenn man kleine Hände hat, große Hände hat, dann ist das ein bisschen klein für einen. Man kann das rausziehen, auch wieder bei der Konsole, und hat einen Joy-Con, einen links, einen rechts. Man kann entweder so einzeln spielen, wie gesagt, dann wird es noch kleiner. Damit sich das ein bisschen mehr nach Controller anfühlt, gibt es die gehören jetzt zu den neueren. Kommt dann drauf. Und gesagt, man kann dann hier halt gerade, ist auch eine Partykonsole, also auch gerade für Familie, wie immer Nintendo familienfreundlich, kann man spielen. Ich kann das Ding ja auch mal anmachen. Es hat auch einen Touchscreen. Das habe ich beim anderen, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber hier sieht man so die Bibliothek an Spiele und so. Alles auf einen Blick. Was ich empfehlen kann, wenn man so ein Ding kauft, definitiv so eine Folie drüber. Weil die Konsole, wenn die in die Station reinkommt, das schleift doch ein bisschen hoch und runter und kann durchaus Spuren hinterlassen, wenn ihr Pech habt. Die kostet so zwischen 5 und 10 Euro, die Folie. Ich habe da eine sehr gute gefunden, habe die einwandfrei aufzutragen, war eine Sache von 5 Minuten, keine Blasen, nix. Von daher, ja, abgesehen von der Konsole selbst gibt es natürlich auch Spiele, zu denen wir jetzt kommen wollen, bevor ich wieder alles mehr quatsche, wie immer. Das erste ist Mario Kart. Mein zweites Mario Kart, habe ich in einem Wii-Video gesagt. Das Mario Kart Wii war mein erstes, das ist mein zweites. Hier nochmal lieben, lieben Dank an Shaxur, meinen Freund. Der hat mir dies Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und wir haben seitdem auch schon ein paar Runden gedreht. Das ist hier ein Wiederaufguss von Mario Kart 8 von der Wii U-Version. Grafisch aufpoliert, wirklich sehr schön. Sieht super aus auf der Konsole, mobil wie halt auf dem großen Fernseher. Ist die Deluxe Edition, kommen noch Strecken nach, wenn man das halt kauft oder wenn man Online-Premium-Member ist, dann kriegt man das so, dann kann man das so spielen. Sehr viele Charaktere drin, sehr viele Fahrer, macht auf jeden Fall Laune. Kann ich empfehlen, wenn ihr auf Arcade Racer steht, ich meine, wer kennt es nicht. Kann auch Freundschaften zerstören, weil es ist ein bisschen wie Monopoly, das hatte ich schon mal gesagt und das habe ich in den letzten Videos auch gesagt, meistens an der Stelle. Was wäre ein Spielesammlungsspiel? Das habe ich auch seit kurzem erst. Power Rangers Battle for the Grid. Ich habe das für Steam und habe es da ausgiebig gespielt. Ich habe es jetzt auf dem Ding hier noch ein bisschen angespielt auf der Switch. Das habe ich jetzt seit ungefähr einer Woche. Und ist im Prinzip dasselbe Spiel, bloß für die Konsole.
Das ist die Super-Edition, bis auf ein DLC ist hier alles dabei. Das müsste ich mir noch nachkaufen, wenn ich es wollte. DLC enthält in der Regel ein paar Kämpfer und ein paar Stages. Macht sehr viel Spaß, war zwischenzeitlich sehr unbalanced. Das ist auch teilweise unfair, war auch gegen den Computer. Das ist mittlerweile behoben. Man hat auch sogar einen Regler und kann die Schwierigkeit runterstellen. Man hat 3 gegen 3. Also du hast, also wenn du jetzt Arcade spielst oder wenn je nach Story ist es auch mal weniger. Du hast meistens so 3 Rangers oder auch Schurken. Suchst du die aus, die spielen sich alle unterschiedlich und du kannst dann mit einem Knopfdruck halt durchwechseln, entweder als Assist oder wenn du es zweimal drückst kurz, dann switcht den Charakter aus. Das heißt, wenn der eine Charakter der Lebensbalken zur Hälfte runter ist, der hat eine Färbung blau, dann regeneriert er sich, wenn der ausgetauscht ist, und so kannst du ein bisschen taktisch vorgehen. Macht sehr viel Spaß, ist ein Brawler im Power Rangers Universum, hat eine eigenständige Story. Ist teilweise auch knackenschwer. Ich bin froh, dass sie den Regler runtergestellt haben, weil einige Freunde von mir haben es gespielt und konnten die letzten Level nicht spielen, weil das der Kampf ziemlich schwer war. Ich habe mir auch die Zähne ausgebissen, hab's geschafft. Gerade so, aber gesagt, kann es empfehlen. Hat sehr positive Kritiken auf Steam, was ich feiere, aber auch mich sehr wundere, weil Power Rangers ist meistens nicht so beliebt und wird in der Regel sehr zerrissen. Ich meine, es kam Legacy Wars vor einer Weile raus, wo ich dachte, ja geil, Power Rangers Spiel nach all den Jahren. Oh, Mobile. Und das ist im ähnlichen Gewand. Man sieht, dass es grafisch halt einen ähnlichen Stil wie das Mobile-Ding hat. Aber ja, einmal kaufen, spielen. Arcade-Mode und Story-Mode macht sehr viel Spaß. Ich bin nicht so competitive. PvP-Gedöns kann man machen, muss man nicht. Ja, aber ansonsten sehr zu empfehlen. Gerade beim Power Rangers mag. Gibt auch ein Crossover mit Street Fighter. Sind nicht meine Lieblingscharaktere. Die gerade spielen sich irgendwie so meh. Aber naja, Geschmackssache. Kommen wir zu was anderem. Ja, das noch eingeschweißt. Starlink. Das ist ein Third-Party-Ding von Ubisoft. Und habe ich mich schon entschuldigt, dass das Video länger wird. Bestimmt eine halbe Stunde. So habe ich jedenfalls bei der englischen Aufnahme gebraucht. Das ist, naja, eigentlich sowas wie Star Fox, Lilith Wars. Ein Weltall-Rail-Shooter. Das ist die Nintendo-Fassung. Die gibt es auch für PlayStation und Xbox. Und da kommt ein kleines Gimmick mit, jedenfalls auf die Konsolen. Es gibt auch für den PC, da fällt das Gimmick leider aus. Finde ich schade, aber ist halt so. Es kommt mit diesem Jet, das ist der Controller. Hier kommen die Joy-Cons rein. Das ist bei der Xbox und bei der PlayStation ein bisschen anders. Aber hast das Ding und spielst dann, das ist wie gesagt der Controller. Du hast dann hier Kanonen. Da sind Chips und alles drin, die kannst du austauschen. Die kannst du auch leveln, das hat also ein RPG-System. Der Jet geht auch ab und hier ist ein Pilot drunter. Den kann man auch austauschen. Das ist Fox. Und wie gesagt, das gibt es auch für PC und halt für Xbox und PlayStation. Selbst wenn du das Ding hier hast und spielst es auf der PlayStation spielen, das ist Nintendo-exklusiv. Fox und der R-Wing kannst du da nicht benutzen, aber ansonsten gibt es halt auch noch andere Jets, die habe ich auch noch. Es gibt auch diese Sets mit Kanonen. Das hat mich jetzt 2 Euro gekostet. Das Spiel hat sich leider nicht so verkauft, wie sich das Ubisoft vorgestellt hat. Leider. Hier auch noch ein anderer Pilot. Gibt es eine Handvoll zum Sammeln. Da ist auch so ein Charakterchart mit dabei. Und wo man, ich glaube, es gibt 5-6 Jets und irgendwie 8 Piloten und auch ein paar Waffenpacks. Ist nie so viel. Man kann das Spiel auch, wenn man das Starterpaket ist, beinhaltet das Spiel und den Jet. Da kann man das auch so durchspielen. Ist ein bisschen zäher dann, aber es geht. Weil, wie gesagt, man kann leveln und so weiter. Also ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich habe es. Shaksu hat es auch und hat gesagt, kann man gut spielen, und ich habe auch gelesen, man kommt halt gut durch. Mit anderen Waffen macht es einem halt einfacher, weil die elementarbasiert sind zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, ich müsste es mal spielen, aber ich habe auch zu wenig Zeit. Und gerade wenn man sowas sammelt, kann man sich hinstellen. Ich habe für das Starter-Set im Saturn oder Mediamarkt, habe ich 10 Euro bezahlt für den Jet plus das Spiel, gedacht, ach komm, was soll's. Ja, nun, ich habe im Schrank auch noch ein paar andere Flugzeuge und so. Ich muss das mal auspacken und ich habe zu wenig Zeit und zu viel Zeug. Pokémon schwer. Pokémon-Spiel im eigentlich klassischen Sinn, wie man Pokémon von früher von Rot, Blau und so weiter kennt. Im neuen Gewand in 3D. Macht sehr viel Spaß. Ich habe schon mal reingespielt. Ich habe es noch nicht durch, bei weitem noch nicht. Schild müsste ich mir noch mal holen. Kommt ja meistens Rot, Blau, was auch immer, Schwertschild und so weiter. Kann ich sehr empfehlen, wenn man auf die alten Pokémon-Spiele steht.
Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli gibt es ja auch. Werde ich mir auch noch holen. Habe ich schon mal gespielt. Meine Tochter hat das, aber wenn die mal auszieht, das sind ihre Spiele, die hat sie geschenkt gekriegt, die nehme ich ja nicht weg. Also hole ich mir das nochmal separat. Und das ist mehr so wie Pokémon Go auf dem Telefon. Das ist einfach nur Ball schmeißen, Viech bleibt drinnen, fertig. Du hast auch die Trainingkämpfe bei Let's Go, aber die wilden Kämpfe kämpfst du nicht mehr. Hier kämpfst du auch gegen die wilden Pokémon. Macht sehr viel Spaß. Kann ich empfehlen. Wie gesagt, was ich sehr schön an dem Ding zum Beispiel finde und an den meisten neueren Switch-Spielen, man kann halt, wenn man auch das Mobile-Spiel spielt, was ja kostenlos ist, man kann sich halt auch Pokémon darüber ziehen, weil sonst brauchst du das eine oder das andere und man kann den Dex ein bisschen vervollständigen und sich deine Lieblings-Pokémon, wenn sie dann unterstützt werden, rüberziehen. Was ich mir auch gekauft habe, ist das hier, Pokémon Diamant, also strahlender Diamant. Gab es damals für den DS. Ich habe zwar einen DS, der ist meiner Mutter und mir einmal runtergefallen. Der funktioniert noch, aber das Display ist immer, macht immer nach vorne und muss man festhalten. Könnte man wahrscheinlich irgendwie reparieren, muss ich mal schauen. Aber ich glaube, ich habe ein Spiel noch dafür oder so. Bin da irgendwie rausgewachsen, nie wirklich an den DS rankommen. Ich wollte mal einen 3DS haben, habe ich mir nie gekauft, weil kein Geld. Weiß nicht, ob ich sowas noch mache. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich älter bin und noch mehr Zeit habe, dann irgendwann mal. Weil ich mache ja auch sowas wie das hier, YouTube. Privatleben, Arbeiten, da kommt sehr viel zusammen. Deswegen, meine Zeit ist begrenzt und versuche das meiste rauszuholen. Irgendwie deswegen, wenn ich, habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, wenn ich hier was schneide, was ich jetzt aufgenommen habe, habe ich den anderen Bildschirm hier links neben mir und gucke da meistens noch irgendwas und oder ich spiele halt, zum Beispiel, wenn ich irgendwann Life is Futile aktuell was vorbereite, dann gucke ich links noch nebenbei was und klatsch da Erde, also so Crafting-Dinger und sowas. Das habe ich zusammen gekauft mit dem Ding hier. Mit Pokémon strahlender Diamant und glänzende Perle, glaube ich. Genau, nee, leuchtende Perle. Im Prinzip selbe Spiel. Das ist ein HD-Aufguss von dem, wie gesagt, DS-Ding. Alle beide. Macht sehr viel Spaß. Ich habe mit Diamant mehr gespielt als Perl. Warum? Diamant mehr als Perl. Im Prinzip das gleiche Spiel mit einem leicht ich glaube, die Gegner sind in einem Team, also was Team Rocket wäre, heißen die, glaube ich, Team Aqua und keine Ahnung mal. Ich bin zu lang, also im Anime bin ich sowieso raus. Ich spiele die Spiele gerne, aber Pokémon ist ein sehr, sehr gutes RPG. Egal welches du da nimmst. Bis auf vielleicht Mystery Dungeon oder so, das ist ein bisschen was außer Art geschlagen, aber ansonsten sind das sehr schöne RPGs. Die kann ich nur empfehlen, weil das ist so ein HD-Aufguss mit neuer Grafik und ein paar Komfortfunktionen, die älteren Titel nicht haben. Dinge habe ich ersteigert auf eBay, gebraucht, sehen aus wie neu. Die kosten sonst 55 pro, glaube ich, 55 pro. Ich habe 55 für beide mit Versand bezahlt. Der Händler war eine absolute Katastrophe. Das habe ich im Englischen gar nicht erwähnt, aber ich habe es ersteigert und gesagt, nach zwei Tagen, Kollege, hast du was rausgeschickt? Ich habe bezahlt und keine Reaktion. Dann habe ich irgendwann eBay eingeschaltet, wir haben geguckt, haben ihn angeschrieben. Nachdem eBay ihn angeschrieben hat, hat er die Spiele rausgeschickt. Zum Glück heil angekommen. Die kamen in einem ganz normalen Papierumschlag, nicht mal in einem Bubble-Mailer. Der hatte wahrscheinlich 2 Euro für den Brief bezahlt oder 2,50, was es gekostet hat zu dem Zeitpunkt, weil das wird ja auch immer teurer. Und ich habe aber 5 Euro Versand bezahlt. Wie gesagt, absolute Katastrophe. Dementsprechend hat er auch sein Review kassiert auf eBay. Spiele sind gut, alles in Ordnung, funktioniert, alles toll. Habe ich getestet, bevor ich ein Review gemacht habe und so weiter. Habe ich auch dementsprechend alles ab, aber lassen wir das, bevor ich hier noch rente ohne Ende. Meine Spiele gehen immer in eine Richtung. Ich habe da bestimmte Genres, RPGs und Co. Wieder Pokémon. Legend of Arceus auf Englisch oder Arceus auf Deutsch, glaube ich. Stieg auch ein bisschen aus der Art, aber in einer guten Art und Weise. Das ist tatsächlich Pokémon. Ich kann gegen die Pokémon kämpfen, ich habe Trainerkämpfe teilweise und so weiter und so fort. Aber es spielt normalerweise Pokémon immer so in unserer Zeit. Und das spielt in einem antiken Japan. In so einem mittelalterlichen Japan. Da wurde Pokémon fangen, die Bälle wurden gerade entwickelt. Man landet durch so einen Zeitriss halt in der Vergangenheit. Und geht dem Ganzen nach, wie man da gelandet ist und so weiter. Und das nimmt so ein paar Ideen aus anderen Spielen, wie aus Zelda Breath of the Wild zum Beispiel und aus Monster Hunter, wenn ich es jetzt vergleichen müsste, und packt da so ein paar Sachen mit rein. So Open World und mit Schleichen und sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Macht sehr, sehr viel Laune, frisst aber auch sehr viel Zeit. Ich müsste es mal wieder spielen. Was soll ich sagen? Ich habe zu wenig Zeit.
Ich kann es aber nur wieder betonen und wiederholen. Tut mir leid. Metroid Dread habe ich im Stream beim Herrn Nikkei gesehen. Dennis, ich weiß nicht, ob du meinen Kanal guckst. Wahrscheinlich nicht. Falls du es siehst, liebe Grüße. Dennis oder Herr Nikkei empfiehlt immer sehr schöne Spiele. Wenn ich Zeit finde, gucke ich in seinen Stream rein. Wie gesagt, mein Kanal ist sehr klein. Sehr unwahrscheinlich, dass er das sieht. Aber falls der Zufall es will, lieben Dank. Metroid selber habe ich schon mehrfach gespielt. Die Prime-Reihe hat mir sehr gefallen. Das ist ja so 3D-Shooter. Das ist mehr hier Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. Side-Scrolling, 3D-Look, aber 2D-flach. Wie das Super Metroid auf dem Super Nintendo. Wie üblich Metroidvania, Castlevania und Metroid hat das Genre Metroidvania geprägt und gegründet. Knackenschwer teilweise und ja. Was dazu auch kam, was ich separat gekauft habe, auch nur weil es im Angebot war und weil ich die eigentlich sehr geil finde, sind Amiibos. Die kann man bei der Konsole, die kommen auf den Stick drauf. Beziehungsweise, ich glaube ja. Und bei der Wii U, da hat das angefangen, die haben das als erstes eingebaut. Da hatte man das auf das Pad drauf. Das schaltet Sachen frei in Spielen. Kostüme, bei Metroid jetzt einen extra Energiecontainer und auch in anderen Spielen so Daily Login-Belohnung und sowas. Die sehen nicht nur schick aus und fangen Staub ein, die machen auch was, die Dinger. Smash Bros. Hat damit damals angefangen. Gibt es eine Tonne von. Ich wollte eigentlich ein paar mehr mir noch holen, aber die sind teilweise auch so schweineteuer. Gerade die Breath of the Wild-Dinger, die Zelda, die Metroid-Dinger, die Amiibos von Smash Bros., also es gibt ein paar, die sind billiger, aber gerade die Zelda, Metroid, die beliebtesten Franchises Mario, die sind sowas von teuer, da kannst du teilweise ein Haus von kaufen, wenn du Pech hast. Ich habe noch andere davon, die sieht man teilweise hier im Hintergrund, hier im Schrank. Da sieht man so hier, da stehen die mit rum, neben den Family Guy Figuren, die ich auch in einem Unboxing gezeigt habe. Und es gab zum Beispiel eine Metroid-Figur, die erste, die für Smash Bros. Rauskam, da hatte Samus zwei Kanonenarme. Ist eine Fehlproduktion, ist für 7.000 Euro auf eBay weggegangen für Sammler. Oder Prinzessin Peach mit ohne Beine. Aber egal, weiter im Takt und Text, weil dauert sehr lange, wie gesagt. Es tut mir leid, dass es länger dauert, aber mir wird Angst und Bange vor der PC-Version. Was soll's? Die Box-Spiele. Das habe ich für ein Gameboy noch. Das ursprüngliche Link's Awakening. Das hat mir damals immer sehr viel Spaß gemacht. Als das angekündigt war, habe ich mir das. Das kam mir zum Glück. Das war auch gleich rabattiert für so 40 Euro knapp. Was für ein Spiel eigentlich so gesehen, in großen Anführungszeichen, relativ gut ist vom Preis her, gerade wenn es Box ist und so. Spiele kosten Geld, das ist klar, gerade in der Produktion und viele so 50 Euro, 60 Euro für ein Spiel, das ist aber, ja, ich möchte auch sparen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber für ein gut gemachtes Spiel, wo ich Stunden und Stunden meinen Spaß bei habe, bin ich auch gewillt, sehr viel Geld auszugeben, also in einem gewissen Rahmen, also auch mit einem Vollpreistitel mit 50, 60 Euro hinzulegen, auch gerade nach Release. Meistens werden Nintendo-Spiele auch nicht wirklich günstiger, das ist mit Microsoft-Spielen auch so. Ich wollte immer ein bestimmtes Microsoft-Spiel haben. Ich weiß gar nicht, was es war. Flight Simulator damals oder so. Das wird nicht billiger. Das sind bestimmte Firmen, werden nicht wirklich billiger. Das war auf Amazon für 40 Euro zu kriegen. Ansonsten glaube ich 47,99, knapp 10 Euro billiger, nicht ganz. Und das hat diesen knuffigen Look. Das ist, wenn man das spielt, wird ein bisschen aufgewertet. Also ein paar neue Game-Mechaniken drin. Es gab ja das Zelda Link to the Past. Link's Awakening, Entschuldigung. Und dann gab es die DX-Version für den Game Boy Color und den Game Boy Advanced. Und das war auch ein bisschen, das ist jetzt quasi nochmal komplett neu in 3D. So sieht aus wie so ein Brettspiel teilweise und sehr schöner Look. Klassisch Zelda kann ich sehr empfehlen. Was ich nicht mag, das habe ich im anderen auch gesagt. Wenn sie hier so das Alter drauf klatschen, 6 Jahre, ja, schön und gut. Ihr habt eine Folie drum, klatscht das auf die Folie und dann habe ich das nicht auf. Hier sind so schöne Artworks drauf und das versaut die ganze Hülle. Ich meine, hier drinnen ist jetzt auch ein sehr schönes Artwork. Aber es gibt so einige Spiele, gerade im PC-Sektor, die haben so Wendecovers. Da kannst du das rausnehmen, umdrehen, dann hast du das Ding hier nicht. Das hat leider nicht alles. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas. Ne, hier ist auch so. Aber ja, das ist halt so ein Ding. Das hat
das habe ich, wo das rauskam, das war früher, früher war das immer hier so auf Rückseite, wo es keinen gestört hat. Aber die sind verpflichtet laut Gesetz mittlerweile, so ein Sticker drauf ist, ist für 12, das ist ab 18, damit du auch weißt, ja, darfst du kaufen, darfst du nicht kaufen, oder gerade die Eltern, die sich vielleicht nicht so auskennen. Ich habe bestimmte Genres, wie gesagt, habe die Spiele gerade auf der Nintendo-Plattform, auf Nintendo-Konsolen, Zelda, Skyward Sword HD, hab's für die Wii. Ich mag die Wii-Steuerung sehr, mit dem Schwert rumfuchteln, ist hier rausgeflogen, ist nicht schlimm, trotzdem schönes Spiel. Habe ich gehört, ein paar Bugs. Ich habe selber auch nur ein bisschen gespielt, weil ich das auf der Wii gespielt habe und ich habe, wie gesagt, zu wenig Zeit und zu viel Spiele. Ich wiederhole mich da, es tut mir leid. Aber immer noch ein sehr schönes Spiel. Da kommt auch das Ding hier zum Einsatz. Den habe ich auch nur gekauft, weil er im Angebot war für 5 Euro runter und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil danach war er vergriffen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch kriege für einen sinnvollen Preis, weil was Nintendo hier gemacht hat, wo ich gesagt habe, ich mag Nintendo sehr, aber da gehe ich überhaupt nicht konform mit. Ich hoffe, sie haben es mittlerweile rausgepatcht, weil du hast es auf der Wii gespielt, als Schnellreisepunkte gehabt, solche Vogelstatuen, so wie der hier. Und so in der ähnlichen Form waren Schnellreisepunkte, dass du dann freigeschaltet. Um die angemessen zu benutzen, brauchst du den Amiibo hierfür. Was ich absolut scheiße finde. Entschuldigung. Ist ein absoluter Dickmove von Nintendo. Es ging vorher auf der Wii-Version und hier quasi. Es ist Ingame-Käufe hoch 10. Das ist, wie gesagt, ich mag das, es war im Sale und ich mag diese Figuren, ich habe die auch, ihr seht ja, ich habe im Hintergrund noch andere Figuren, es steht was rum, was einstaubt, was ich regelmäßig abstaube, aber ja, ich kann ja nochmal zeigen. Ich meine, die sind auch sehr schön bemalt und alles, ne, also für das, was es ist, die sehen auch super aus, ne, also die funktionieren, die haben hier einen Chip drinnen, einen NFC-Chip, nicht NFT, das ist was anderes, das ist eigentlich absolute Scheiße, das NFT-Zeug, aber ja, bevor ich rante ohne Ende, weiter geht's. Breath of the Wild. Das habe ich gekauft, als ich die Konsole gekauft habe. Das war alleine Grund, ein neues Zelda war ein Grund für mich. Ich brauche eine neue Konsole. Und ich habe die, wie gesagt, ich bin Nintendo-Fan seit erster Stunde. Und seitdem ich denken kann, seitdem ich 9 bin. Schande über mein Haupt, ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ich habe ein paar Videos zugesehen. Ein guter Freund von mir hat das gestreamt, wo es rauskam und so weiter und so fort. Spoilern macht mir da nicht so viel. 4 Titanen, die sind deine typischen Dungeons, das schlägt für Zelda typisch ein bisschen aus der Art, weil sehr groß, ja. Meine Frau hat es auch gesehen, bei mir hat es auch versucht zu spielen und sagt, das ist so leer und das gefällt mir nicht und das ist nicht meine Art Spiel, aber das liegt daran, jeder hat andere Geschmäcker. Aber ja, es wirkt leer. Auf den ersten Blick liegt aber daran, dass es halt, die Welt ist zu Bruch gegangen und du wachst nach, Link wacht nach einem 100-jährigen Schlaf auf und das soll so wirken. Es gibt aber sehr viel zu entdecken. Die großen 4 Hauptdungeons hast du, hast nicht deine typischen, ich habe einen Hookshot und Co., kannst fast überall hin, du hast Ausdauer, du kannst an allem Zeug hochklettern, theoretisch praktisch, wenn du genug Ausdauer hast. Du kannst, wenn du das hinkriegst, direkt zu Ganon rennen nach dem Tutorial oder andere haben auch Glitches benutzt und sind raus aus dem Tutorial-Bereich und sind direkt zu Ganon und haben den umgehauen, das geht auch, wenn du das hinkriegst. Und ansonsten kannst du auch alle Dungeons machen. Es gibt mehrere, ich glaube 100 oder 120 kleinere Dungeons, so Puzzle-Dungeons, wo du, wenn du 4 gemacht hast, du kriegst immer so ein Symbol und damit kannst du dir Ausdauer oder Leben holen. Und wunderschönes Spiel, versteht mich nicht falsch, ich mag Zelda sehr, ich liebe auch dieses Spiel, aber ich ziehe das klassische Zelda wie das oder Ocarina of Time vor. Ich mag das tatsächlich mehr. Also, wenn ich das, die sind so, das sind so 5% mag ich dieses klassische Zelda mehr als Breath of the Wild. Ich bin gespannt, wie Teil 2 dann irgendwann, das heißt ja mittlerweile, hat es einen Namen, Tears of a Kingdom, ist bis 2023 verschoben worden. Ich weiß nicht, ich glaube bis Mai oder so. Ich hoffe noch ein bisschen weiter nach hinten, weil es soll A gut werden und B, ich muss das vorher durchspielen. Und apropos durchspielen, Zelda. Zeit der Verheerung, Hyrule Warriors. Sprachklops. Es gibt, es ist von, wie heißt es denn? Von einem anderen, es ist nicht direkt Nintendo, es ist, Nintendo hat es nur published. Es ist von, produced by, ich kann es nicht lesen, es ist so, also ich, Weforce, Toei, glaube ich, Toei Tecmo oder keine Ahnung, jedenfalls.
Ja, ach übrigens, das habe ich glaube ich gezeigt eben, aber es sind Cartridges, keine CDs, finde ich auch besser. Also die Ladezeiten sind dann umso flotter und du hast nicht eine CD wie bei der Wii und beim GameCube hast du stört beim Spielen. Kommt man drauf klar, wenn es laut genug ist auf der Fernseher, aber ich habe die Module bei den N64, ich weiß, Speicherkapazität und solche Sachen, ich meine, hier passt auch genug drauf. Aber ich, das ist mir lieber, so ein Modul, so eine SD-Karte. Und es gibt die Dynasty Warriors Spiele, auch auf anderen Konsolen, auf dem PC. Du hast einen Helden, den du leveln kannst, ausrüsten kannst, ist hier ähnlich im Zelda-Universum. Und du metzelst dich durch Horden von Gegnern, riesige Schlachten. Sehr schönes Spiel. Das ist quasi die Vorgeschichte zu Breath of the Wild. Ich werde erst das durchspielen, da habe ich auch schon relativ viel. Und wenn das durch ist, dann spiele ich Breath of the Wild durch und dann kommt hoffentlich irgendwann Teil 2 dran. Ich habe es schon sogar vorbestellt, aber ja, mal gucken, was rauskommt. Speaking of which, wie man so schön sagt, Hyrule Warriors in der Definitive Edition. Das habe ich damals für die Wii gehabt, habe es verkauft. Vielleicht, wenn es nicht zu teuer ist, hole ich mir die Wii-Version auch nochmal. Da gab es DLCs und Co., was dazu kam. Das gab es auch für den 3DS. Und da war aber pro entweder Wii U und 3DS andere Charaktere mit drinne. Und hier ist alles in der Definitive Edition, ist alles aus beiden Konsolen hier drinne, soweit ich weiß. Habe ich auf der Wii sehr gern gespielt. Story Mode, hast du den Story Mode durchgehabt, hast du es mal aus der Seite des Bösen, quasi aus der Seite von Ganon gesehen. Sehr interessant, noch andere Schatzkartenmodus mit verschiedenen Welten, also mit im Prinzip die gleichen Karten, die du hast, aber mit eigenen Storys. Es ist eine eigenständige Geschichte, die hierzu geschrieben wurde. Das habe ich im Englischen vergessen zu erwähnen. Hier gibt es einen Charakter. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Die hier unten. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Steht da drauf? Nee, steht nicht drauf. Die wurde explizit für dieses Spiel sich ausgedacht. Unterladbare Inhalte. Wie gesagt, es ist voll gepoppt mit Inhalten, mit Zeug, mit Zelda, aus sämtlichen Zelda-Spielen. Hier kannst du zum Beispiel auch ein Amiibo benutzen, kannst dir Waffen freischalten, Geld und du kriegst random Drops, quasi 5 Stück kannst du am Tag benutzen, danach musst du 24 Stunden warten, kannst du wieder 5 verschiedene Amiibos nutzen, wenn du 5 verschiedene hast und kriegst Ausrüstung oder wie gesagt halt Rubine und so ein Zeug und kannst deinen Charakter leveln. Es gibt die beklopptesten Waffen, du kannst die große Fee als Waffe nehmen. Du bist die Fee, rennst rum, Link ist in der Flasche und du kämpfst mit der Fee. Du kannst auf Epona kämpfen, du kannst auf... Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, so Massenschlachten. Ich mag Jump'n'Runs. Ich bin nicht gut. Wenn ich ein bisschen übe, geht's. Ich komme durch die Levels dann durch. Ein bisschen durchbeißen. Ich mag auch sehr Mario. Deswegen habe ich mir das geholt. Mario hatte Geburtstag vor nicht allzu langer Zeit, 30 Jahre oder so, oder 35 sogar mittlerweile. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat Nintendo das rausgebracht, digital und boxt. Und haben dann aber die haben das eine Weile lang gefeiert, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen, Monate, und haben dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Haben es digital eingestellt, da kamen noch andere Spiele raus und haben das boxt auch eingestellt, den Verkauf. Also kriegst du es halt teilweise noch gebraucht oder wenn die Händler, die es noch vorrätig haben, auch jetzt noch. Aber ich habe es dann mir gekauft, bevor es weg war. Weil hier ist Mario, die 3D All-Stars Version Collection ist das. Hier ist Mario 64 drauf. Es hat sehr viel damals für die 3D-Spiele getan. Auf der N64 war es eine Revolution. Das ist gameplay-technisch und ich sag mal spieletechnisch. Sunshine für den Gamecube habe ich nie gespielt. Wollte ich mir mal holen, habe ich keine Kohle gehabt, keine Arbeit, kein Geld. Hast du nichts Geld, kannst nichts kaufen. Doof. Galaxy hatte ich auch für die Wii, hab's aber verkauft, muss ich mir auch wiederholen, wenn es nicht zu teuer ist, um meine Sammlung zu vervollständigen und es halt im Original nochmal zu spielen. Galaxy 2 gibt es auch noch für die Wii, müsste ich mir auch nochmal holen und das hätte hier, wenn ihr mich fragt, mit drauf gehört noch, aber ja, haben sie nicht gemacht, kommt vielleicht noch, hoffentlich als Port. Das habe ich mal angespielt gehabt auf der Konsole, jetzt auf der Switch. Und halt mal bei einem Freund damals, aber ansonsten nie wirklich durchgespielt. Und wie gesagt, die anderen beiden, das habe ich fast durchgespielt gehabt und das hier gar nicht. Und das sind alles sehr schöne Spiele, Jump'n'Run halt, vom Feinsten.
kann ich nur empfehlen, wenn ihr es noch seht. Lasst euch nicht übers Ohr hauen. Das kam, glaube ich, Boxed Retail 50, 60 Euro. Wenn ihr es findet, kommt auch darauf an, was man ausgeben will. Aber wie gesagt, lasst euch bei Spielen oder generell bei Sachen, die ihr liebt und kaufen wollt, nicht übers Ohr hauen. Guckt um, ob ihr es günstiger kriegt und ja, guckt bei Spielen, ob sie funktionieren. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was auch sehr viel Zeit frisst, was ich auch noch weiterspielen muss. Ihr seht da ein gewisses Muster. Super Smash Bros. Habe ich fürs N64, hatte ich für den Gamecube, hatte ich für die Wii und für die Wii U. Hole ich mir noch wieder, weil ich doof war, habe ich es verkauft, habe ich ja schon mal gesagt. Super Smash Bros. Ultimate ist in diesem Fall kein Witz. Nintendo hat das angekündigt, hat es mit DLCs nachgepflegt. Ich habe mir auch die DLCs geholt dazu. Und hinten steht es ganz gut drauf. Alle sind dabei. Wirklich, alle sind dabei. Und das ist kein Witz. Die haben wirklich angefangen und haben dann nachgepatcht. Und vom N64 bis, hier kamen ja auch neue Charaktere dazu, bis zu der Switch-Version sind alle vorherigen Stages und alle vorherigen Charaktere, die es vorher gab, spielbar. Und ich sage, what the fuck, Nintendo? Ich finde das mega. Die hatten zwischendurch auf der Wii-Version oder auch der GameCube, auf der Wii-Version, glaube ich, Snake, Solid Snake aus Metal Gear Solid von PlayStation. Sonic ist dabei. Final Fantasy Charaktere wie Cloud oder wie Sephiroth und ja, also aus verschiedenen Street Fighter Charakter. Ryu ist dabei. Eine Riesenprügelei. Smash Bros. Selber ist nicht klassisch. Lebensbalken weg, 9%. Je höher die Prozente, je schneller fliegst du von der Plattform. Oder aus dem Bild generell. Macht sau viel Spaß. Hat einen Story-Mode. Super Grafik. Kann sehr chaotisch werden. Muss man mögen, die klassisch Street Fighter mögen. Kommen damit nicht wahrscheinlich klar. Aber ich kann es nur empfehlen. Smash Bros. Ist eins meiner allerliebsten Lieblingsspiele. Wer Brawler nur im Ansatz was mit anfangen kann, guck mal rein. Schalke aus Xenoblade Chronicles ist auch dabei. Und Xenoblade Chronicles. War im Angebot vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren auf Amazon. Ich habe mal reingespielt, muss weitermachen wie mit allen. Ich wollte das damals auf der Wii immer spielen, hatte zum einen nicht so die Kohle, zum anderen ist Xenoblade Chronicles für die Wii sehr selten. Gerade die Collector's Edition, schweineteuer heutzutage. Zum Glück gibt es hier eine Definitive Edition und kann man das sich ein bisschen günstiger holen. Da gibt es auch Teil 2 mittlerweile und Teil 3. Müsste ich mir auch nochmal holen. Ist ein klassisches JRPG. Ich liebe die Dinger. Ja, muss ich mal wieder spielen, wie gesagt. ja. Das hier hat mir mein damaliger Chef empfohlen. Ring Fit Adventure. Das ist ein Sportspiel. Ich bin Nerd und bewege mich eigentlich nicht viel. Ich spiele meistens, wenn dann vor der Konsole oder am Computer. Aber das Ding macht tatsächlich Spaß. Das habe ich jetzt im Schrank. Da gibt es noch so einen großen Ring dazu. Wenn man das kauft, sollte man diesen Ring kaufen. Der eine Joy kommt in den Ring. Der eine Joy-Con. Und der andere kommt an den ans Bein. Da ist so eine Schnalle dabei. Weil wenn man das gebraucht kauft und man hat nur das Spiel, kann man nämlich viel anfangen. Weil du brauchst diesen Ring, den drückst du zusammen und ziehst da auseinander. Das Ding ist auch sehr stabil. Wenn du jetzt nicht gerade Arnie bist und hast so eine Muskeln, da kriegst du zu schnell nicht kaputt und da brauchst du Kraft, um es ist, denke ich mal, es ersetzt kein richtiges Workout im eigentlichen Sinne, aber es ist eine gute Alternative. Man hat einen Story-Mode, man kann sich einen eigenen Fitnessplan erstellen, also das Ding ist schon eine gute Richtung, gerade jetzt, das kam zu einer Zeit, wo Covid halt auch so einen Höhepunkt hatte und das war eine gute Möglichkeit, ein bisschen Fitness zu Hause zu machen und da haben auch viele zugegriffen. Mein Chef hatte, wir haben uns über Gaming unterhalten in einer ruhigen Minute und so zwischendurch per Videocall sagte hier, meine Frau und ich, und das Ding hatte 120 Euro gekostet zu Spitzenzeiten und wir haben es dann im Sale für 80 gekriegt. Meine Frau wollte es auch, macht sehr viel Spaß, wie diesen eigenen Story-Modus, sehr lustig, man kann aber die Übungen separat machen, schaltet mehr frei und ja, es gibt für die Wii auch das Wii Fit. Das hatte ich auch, das habe ich auch verkauft. Das habe ich heute auf dem Flohmarkt gesehen. Und ich hätte es für 6 Euro mitnehmen können. Da hast du aber das gleiche Problem. Da kommt noch eigentlich das Wii Fit Balance Board dazu. Das ist wie so eine Waage und das ist so ein erster Ansatz dafür gewesen. Das war zwar auch okay, aber das Ding hier ist mehr ein Workout als Wii Fit. Und
ohne Balance Board blöd und das Balance Board ist mittlerweile teuer. Und ich habe das auch nicht wirklich. Und die Übung hier bei dem Ring Fit Adventure macht noch mehr Spaß. Kommen wir zum Schluss und zum letzten. Das ist letztes Jahr zu Weihnachten ein Geschenk von einem Freund aus dem Discord gewesen, von Reese, Spidey Brick Collector. Ist sein Nickname. Hat mal YouTube versucht anzufangen, war mir aber nischt. Deswegen, aber ist ein Adventure-RPG-Shooter-Mix-Ding. Ich habe das auch auf dem Computer. Ich habe mal reingespielt. Lieben Dank nochmal. Ich glaube, das Deutsche wird eigentlich sich nicht angucken, weil er versteht kein Deutsch. Er ist aus England. Aber trotzdem, lieben Dank, Reese, fürs Geschenk. Ich habe es mal angespielt und ich schätze das sehr, dass er mir das geschenkt hat. Wir haben so ein Wichteln gemacht und ja, jeder hat so random jemanden gezogen und hat ein Geschenk gemacht. Ich habe es auf Steam auch, da habe ich es noch nicht angeguckt, aber hier habe ich mal reingeschaut und es macht Spaß. Ist von Obsidian. Obsidian ist eigentlich eine ziemlich gute Spieleschmiede. Also, wenn sich da nicht viel getan hat, ist ab 16 logischerweise, ist ein bisschen mehr für Erwachsene. Ja, mit Cartridge, hier steht zwar Download drauf, aber da wirst du wahrscheinlich den Rest noch runterladen müssen, dann, wie ich das noch im Gedächtnis habe. Genau, ja, so war das. Und macht Spaß, aber im Endeffekt, ich habe zu wenig Zeit, ich habe es schon mal gesagt. Ich mache sowas hier, Unboxings, Let's Plays und. Ich habe keine Capture Cards, sonst würde ich sowas vielleicht auch mal machen, aber kommt vielleicht noch. Lange Rede, kurzer Unsinn. Vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ist länger geworden, tut mir leid, aber wie gesagt, bei der Menge an Spielen, da bleibt das nicht aus. Bleibt mir gesund. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Daumen hoch, Glöckchen nicht vergessen. Ich bin dankbar für jeden Support, auch wenn das hier alles nur ein Hobby ist. Aber es hilft dem Kanal und der wächst doch recht gut. Also, wie gesagt, lieben Dank für sämtlichen Support. Und wir sehen und oder hören uns bei dem nächsten Vlog, Let's Play, was auch immer. Bis dato, reingehauen.